Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem heutigen ganz gemütlichen Labervideo für zwischendurch. Heute habe ich mir aber wirklich fest vorgenommen, das nicht so wirklich lang zu machen heute, das Labervideo, damit das eben heute noch online gehen kann. Ich wollte einfach mal so generell ausholen. Ich meine, ich habe ja meinen Vlog-Kanal und da gebe ich ja super viel von mir preis. Ja, und man kann mich im Moment super auf Discord und sonst wo erreichen. Aber ab und zu auf diesem Hauptkanal, denke ich, ist es auch einfach mal angebracht, dass ich einfach mal das generelle Wort an alle richte. Weil ihr manchmal vielleicht auch einfach mal wissen wollt, wie geht's mir so, was treibe ich zurzeit so, wie läuft mein Kanal und einfach mal so einen generellen Umschwung. Heute geht's nicht explizit um Videospiele, heute geht's eigentlich mehr so ein bisschen so um, ja, wie geht's mir, was habe ich so gemacht, womit war ich so in letzter Zeit beschäftigt, videotechnisch. Denn ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Zeit in letzter Zeit mit generell dem Kanal verbracht. Sehr, sehr viel mit der ganzen Umgestaltung, mit dem Auftreten des ganzen Kanals. Und deshalb habe ich im Moment nicht so wirklich viel Zeit gehabt für Videos selbst. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Thema. Und das erste Thema heißt, mir geht's gut. Also, mir geht's gut. Ich habe zwar so mal meine Krankheitswehwehchen, so mit Magen und so weiter, aber das ist halt alles so Kleinkram, wisst ihr? Ansonsten habe ich keine Probleme, ich fange jetzt wieder an mit Sport, ich habe jetzt eine Handballmannschaft gefunden und da freue ich mich übelst drauf, dass wir jetzt am Mittwoch haben wir das erste Training zusammen, die Truppe ist cool und dann geht es auch wieder körperlich voran und alles gut, es ist alles im Rahmen, mir geht's blendend. Wie gesagt, abgesehen von Kleinigkeiten, aber das kriegt man alles hin, solange es nur solche Sachen sind, es gibt viel beschissenere Sachen, die man im Leben irgendwie haben kann. Mit meiner Wohnung hier habe ich mich tatsächlich sehr, sehr gut eingelebt. Ich habe super viel umgestaltet und das ist tatsächlich etwas, was ihr ja immer sehr aktiv auf meinem Vlog-Kanal, also auf meinem privaten Gute-Laune-Tim-Kanal seht. Da filme ich ja ständig, was ich hier so treibe. Und ja, es wird hier auf jeden Fall noch eine Roomtour geben. Keine Angst, ihr müsst nicht unbedingt auf den anderen Kanal. Auch hier wird es eine richtig schöne Roomtour irgendwann geben. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich habe zwar super viel gemacht, zum Beispiel diese coole Collage. Ich habe ja da so eine Collage hängen und da habe ich jetzt, ich habe ja meine Reihe Die liebsten Spiele aller Zeiten. Und da habe ich jetzt für jedes dieser Plätze habe ich ein Bild ausgedruckt, in schön, und das endlich in diese Collage gemacht. Das hängt jetzt an der Wand. Ich habe da noch was aufgestellt und da hinten noch ein bisschen umdekoriert, habe die Couches ausgeklappt, damit ich mich wohler fühle. Und ich fühle mich einfach mega wohl in dieser Wohnung. Auch jetzt gerade am Wochenende hatte ich ja Besuch von Leuten. Ich habe ja explizit die Leute eingeladen, die mich jetzt auf Patreon unterstützt haben. Und wir waren insgesamt eine Bande von sieben Leute haben mich besucht hier in diesem Wochenende. Und es war ein so cooles Wochenende. Aber übrigens nochmal der Hinweis, ihr könnt mich immer gerne besuchen. Also wenn ihr mal Bock habt, irgendwie vorbeizukommen, dann quatscht mich irgendwo an. Dann gucken wir mal, ob wir da zeitlich was finden. Also das ist jetzt nicht so, dass ich nur die mich auf Patreon unterstützen, hierher einlade. Nee. Ihr seid immer, es ist eine stehende Einladung an Leute, die mich besuchen wollen. Und viele Leute haben jetzt auch schon mich besucht und mitbekommen, dass ich das tatsächlich auch ernst meine. Das klingt immer so blöd, wenn ein YouTuber sagt, ey, kommt mich doch besuchen. Aber ich meine das tatsächlich ernst, denn ich habe damit bisher nur die allerbesten Erfahrungen gemacht. Und auch dieses Wochenende war wieder einfach nur cool. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe wieder Leute kennengelernt, die mich seit ganz, 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 ganz vielen Jahren gucken, sehr aktiv gucken. Und es war überhaupt nicht komisch. Es hat einfach Spaß gemacht. Wir haben super viel mit meiner Retropie, also mit meinem Wunderkasten gespielt. Da werde ich auch demnächst mal ein bisschen mehr zu erzählen, weil ganz, ganz viele mich fragen, was das überhaupt ist und was das für einen bedeutet. Und wir haben ganz viel Mario Kart gespielt und es hat einfach nur Spaß gemacht. Ja, das steht hier jetzt auch, Fantreffen. Ja, das ist jetzt hier halt gerade passiert. Und es würde mich halt freuen, wenn einfach generell Leute, die jetzt sagen, ey Tim, ich würde dich gerne mal kennenlernen, dann tut das einfach. Ich werde ja auch demnächst mal irgendwie unterwegs sein. Ich kann aber immer, also übrigens, Gamescom wird wahrscheinlich nichts. Kann ich schon mal so vorwegnehmen. Das ist jetzt zum einen auch nicht so besonders schlimm, da, wie gesagt, die Gamescom das Problem hat, um euch explizit kennenzulernen, ist die Gamescom gar nicht mal unbedingt der allerbeste Ort. Weil die Gamescom ist halt mega entzerrt, versteht ihr? Die Gamescom zieht sich über 5-6 Tage und ich müsste dann an jedem Tag, müsste ich auf der Gamescom so ein Treff machen, um auch wirklich alle kennenzulernen. Und das ist ein Riesenhickhack und in dem Markt, wo ich jetzt bin, sind super viele Mütter, super viele Familien, also Leute, die Familie haben. Ich kriege nie im Leben Urlaub zu Gamescom. Es ist noch nicht hundertprozentig vom Tisch, aber es sieht sehr, 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 sehr schlecht aus. Und dementsprechend werde ich eben, um das wieder auszugleichen, werde ich mir dann demnächst meinen letzten verbleibenden Urlaub, werde ich explizit dazu nutzen, um halt
durch Deutschland zu reisen und da dann halt Fantreffen zu veranstalten. Und das möchte ich auf jeden Fall machen. Und wenn das dann passieren wird, dann werdet ihr natürlich dazu Infos bekommen. Und das werde ich überall ankündigen. Ja? Das werde ich auf Discord ankündigen, auf Patreon. Das werde ich natürlich auch auf Facebook, auf Twitter und auf diesem Kanal auch nochmal ankündigen. Und wenn ihr da immer aktuell bleiben wollt, dann muss sowieso gute Laune-Tipp her. Und das ist auch so eine andere Sache. Wenn ihr jetzt so das Gefühl habt, dass es hier auf diesem Kanal euch im Moment zu wenig Videos gibt, das ist generell etwas, was ich, glaube ich, in dieser Richtung so ungefähr veranstalten möchte. Also auf diesem Kanal möchte ich halt, sag ich mal, nicht so unglaublich wild rumspammen. Ja, ich mache meine Livestreams. Ich glaube, so im Moment komme ich so ungefähr zweimal die Woche zum Livestream. Und ich möchte halt so ungefähr ein Video, zwei Videos die Woche machen. Manchmal schaffe ich es vielleicht nur, ein Video die Woche zu machen. Aber ich werde jetzt demnächst sehr, sehr viel mehr Zeit auch für Videos auf diesem Hauptkanal hier haben. Warum, erzähle ich euch gleich. Aber auf meinem Vlog-Kanal, da bin ich tatsächlich auch sehr, sehr aktiv. Und da mache ich mir keine Gedanken darum, wie viele Videos ich hochlade. Manchmal mache ich einen Vlog über die letzte Woche. Manchmal mache ich drei Vlogs die Woche. Und ich habe jetzt auch angefangen, auf meinem Vlog-Kanal ein neues Videoformat zu machen. Das heißt halt einfach nur, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe jetzt die Idee und werde das demnächst. Ich habe mir schon Sachen dazu gekauft. Das heißt einfach nur, kennt ihr noch? Das sollen so ganz kleine Videos werden. Das erste Video wird zum Beispiel sein, kennt ihr noch Disketten? Oder andersrum, Disketten. Kennt ihr das noch? Und dann stelle ich Disketten vor, zeige euch Disketten, wie Disketten aussahen früher, was für Funktionen die hatten, wie viel Speicherplatz die hatten. Und guckt da mal so zurück, wie viel Speicherplatz hatte eine Diskette damals? Wie viel Speicherplatz hat im Gegensatz dazu heutzutage ein Spiel oder einfach nur eine Bilddatei? Und werde das einfach mal ein bisschen recherchieren. Ich glaube, dass dieses Format witzig werden wird. Und dann noch, kennt ihr noch Telefonbücher? Also so richtig dicke Telefonbücher in Telefonzellen früher, wo man in eine Telefonzelle gegangen ist und dann in diesem Telefonbuch rumgeblättert hat, um die Nummer rauszuholen. Das ist einfach herrlich. Und sowas möchte ich halt dann auch demnächst auf diesem Vlog-Kanal machen. Das heißt, wenn ihr auf diesem Kanal nicht genug kriegt und ihr wollt noch eine extra Portion Tim, dann kann ich, wie gesagt, das empfehlen. Die Streams, da habe ich mich sehr, sehr gut jetzt mit eingefunden. Ja, heute gibt es ja auch wieder einen Stream und die machen einfach unfassbar viel Spaß. Und ich habe ja versprochen, ich werde nicht mehr über dieses kontroverse Thema reden, aber es macht einfach so viel Spaß, einfach so ganz locker anzumachen. Und ich habe einfach auch das Glück, dass ich halt einfach gut blubbern kann. Ich kann gut labern und es macht so einen Spaß, einfach mal frei zu labern und diese Spiele zu spielen und einfach mit euch da in die Interaktion zu treten, durch die Kommentare vorzulesen und dann einfach gemeinsam Spaß zu haben. Und wir hatten echt Streams, da haben wir so viel Spaß gehabt. Nicht nur unbedingt, wenn ich Pokémon spiele und ihr mich sabotieren könnt, sondern teilweise waren es Abende, wo wir uns irgendeinen bescheuerten Quatsch angeguckt haben im Internet und wir haben einfach gemeinsam gelacht und die Streams machen wirklich Spaß. Ja. Dann gibt es da, wie gesagt, diesen einen Grund, warum ich in letzter Zeit so abgelenkt war von meinem Kanal. Und das ist vor allem, da ich einfach sehr, sehr viel mit der ganzen generellen Gestaltung irgendwie verbracht habe. Ich habe mir neue Visitenkarten gestaltet, die ich ja neulich auch schon vorgestellt habe, damit ich einfach mal wieder neue Karten habe, weil die anderen sind aufgebraucht worden. Hab da extra so ein Design entworfen, hab dann die Karten gestaltet, hab den Rücken der Karten gestaltet, hab dann auch diese ganzen Umschläge, die ich ja verschicken wollte. Also ich habe ja auch Visitenkarten unterschrieben, verschickt an Leute, die da welche haben wollten. Hab die ganzen Gewinne dann auch verschickt und verteilt und das war auch ganz viel Aufwand. Und dann habe ich halt, wie gesagt, auch meinen ganzen Kanal umgestaltet. Ich habe mir mal so ein bisschen antrainiert und das haben wir ja auch in den Streams gemacht. Das war auch super witzig, wo ich live ein Video geschnitten habe und live eine Thumbnail gestaltet habe. Hab mal einfach die Thumbnails auf ein neues Level gehoben. Das gehört halt auch zu diesem ganzen Kanalauftreten. Klar habe ich jetzt hier drei Lichter auf mich und ich habe die Kamera, die das in 50 FPS irgendwie aufnehmen kann. Das ist alles schön und gut. Ich habe hier ein tolles neues Mikro, aber dieses Außenauftreten des Kanals, das habe ich schon mal erklärt, das ist halt so unglaublich wichtig. Das ist, wenn du einen Laden hast, der halt unglaublich gut aussieht, dann muss aber auch von außen attraktiv aussehen. Das heißt, die Thumbnails sind meine Außenfassade und die müssen attraktiv aussehen, die müssen modern aussehen. Und dieses veraltete Comic-Gesicht, so cool das von Fabi auch war, das darf ich nicht mehr benutzen. Das neue Comic-Gesicht, dieser neue Comic-Stil, den werde ich weiterhin irgendwie benutzen. Ich werde so einen Mischmasch machen aus diesem ganzen Stil. Und vor allem auf meinem Vlog-Kanal, da habe ich mal ganz, ganz viel abgeändert. Ich habe da ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt, habe mir überlegt, wie ich das ab jetzt gestalte. Ich habe das ganze Design, den ganzen Kanalbanner von meinem Gute-Laune-Tim komplett umgeändert, von vorn, einfach alles geändert.
Und wer das weiß, Bildbearbeitung, gerade wenn man noch so in den Anfängen steckt, es kostet alles unglaublich viel Zeit. Und ich habe Abende damit verbracht, Nächte damit verbracht, Thumbnails zu gestalten, mir mehr beizubringen mit dem Programm. Ich kann jetzt wesentlich besser mit Videobearbeitung und aber auch mit vor allem mit Bildbearbeitung umgehen. Und das hat sehr, sehr viel Zeit verschlungen. Und das ist natürlich ein nötiges Übel, was ich jetzt erstmal in Kauf nehmen musste. Gleichermaßen arbeite ich natürlich auch sehr, sehr aktiv, immer noch an meinem neuen Intro. Aber das ist tatsächlich auch sehr, sehr viel, was ich halt noch nicht kann. Und auch da bin ich mir permanent Sachen am Beibringen. Und ich habe mir aber so ein bisschen selbst den Druck weggenommen. Ich habe ja gesagt, ich will mit diesem neuen Intro unbedingt Gute Laune Typ 2.0 launchen. Aber dieser Gute Laune Typ 2.0, der ist ja so schleichend jetzt eingetreten. Ja, ich habe ja alles schleichend so ein bisschen geändert. Und ich werde das Intro einfach dann präsentieren und dann benutzen, wenn das neue Intro fertig ist. Und vielleicht findet ihr das auch nicht mal cool. Vielleicht sagt ihr in der Masse, nee, macht das alte wieder, was ich nicht glaube. Aber es macht einfach auch sehr viel Spaß, da mal ein bisschen mit Animationen und mit dem Ganzen halt so ein bisschen zu arbeiten. Und das macht im Moment tatsächlich auch sehr viel Spaß. Und auch das kostet natürlich sehr, sehr viel Zeit. Und das ist alles Zeit, die im Moment so ein bisschen davon abgeht, zu schneiden. Ich habe sehr, sehr viele Videoideen. Also Videoideen habe ich endlos. Ich habe auch viele Videos, auf die ich super Bock habe. Ich will auch unbedingt mit Platz 6 meine liebsten Spiele weitermachen. Und 2025 muss ich ja den neuen Battle hochladen. Ich habe gerade ein Video mit dem Animatiker zusammen fertig gedreht, eine Top-Liste. Ich habe 2 Spiele da, die ich noch reviewen möchte. Und ich habe 2 Nostalgie-Alarme schon da und habe mir schon überlegt, ich habe schon Skripte für 2 weitere Top-Listen geschrieben. Es kommen jetzt demnächst ganz, ganz viele Videos und auch Videos. Und dann kommt noch was Spezielles. Ein alter Klassiker wird als Revival wieder auferlebt werden. Und es wird super coole Sachen kommen, ja. Und ich bin euch dankbar, dass ihr mir so ein bisschen diese Zeit gegeben habt, dass nicht einer angekommen ist, ey, mach mal ein bisschen mehr Videos auf Gute Laune Typ, sondern dass ihr mir einfach jetzt gesagt habt, okay, 1-2 Videos die Woche reichen. Und ja, ich habe, wie gesagt, nicht auf der faulen Haut gelegen, habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Ich war selbst im Discord, war ich ganz, ganz wenig die letzten 2 Wochen, weil ich, wie gesagt, ganz viel Zeit aufgewandt habe für eben diese Sachen. Ja. Und Discord ist auch so eine Sache. Ich finde das unglaublich interessant. Es gibt im Moment 2 Dinge und die werde ich demnächst mal versuchen genauer zu erklären, vor allem auf meinem Vlog-Kanal. Das eine ist Discord, weil ganz, ganz viele immer noch denken, Discord ist einfach nur ein neues Skype oder ein neues Teamspeak. Aber das Schöne ist halt, Discord ist einfach alles, was es im Moment gibt und alles einfach irgendwie perfekt. Discord ist so eine Art Revival der klassischen Foren, wie man sie früher kannte. Foren, das war so eine Art Treffpunkt, wo Leute ganz, ganz viele Text-Channel hatten. Meinetwegen hier ein Text-Channel für World of Warcraft. Einfach nur als Beispiel. Und dann hast du in World of Warcraft Unterthemen gehabt wie Raids oder so. Und dann konntest du da rein posten, schreiben. Und die Leute haben darauf geantwortet und haben sich darin dann unterhalten. Und das ist bei Discord halt ähnlich. Ich kann so viel Text-Channel aufmachen, wie ich möchte. Und dann unterhalten wir uns in einem Text-Channel über Zelda. Dann klickst du auf den anderen Text-Channel und dann unterhältst dich in diesem Text-Channel über die letzte Nintendo Direct. Oder es ist unten ein Treffpunkt, wo Monster Hunter-Fans zusammen Monster Hunter spielen können. Und dann gibt es natürlich die Voice-Kanäle. Dann kannst du zusammen in das Voice gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt Monster Hunter spielen, also gehen wir zusammen in diesen Voice-Kanal und unterhalten uns live, während wir Monster Hunter spielen. Oder wir gehen einfach so in einen Voice-Kanal. Und mittlerweile sind da jeden Tag Leute und wir treffen uns regelmäßig. Gut, ich in letzter Zeit nicht mehr so oft, weil ich jetzt auch sehr, sehr viel Frühschicht habe. Und dann quatschen wir da halt miteinander. Und das ist Discord. Ganz, ganz viele denken immer noch, Discord ist einfach nur ein Skype. Und das habe ich jetzt auch wieder mitbekommen. Und das andere ist meine Recalbox, also meine kleine Raspberry Pi, mein kleiner Computer. Da fragen mich ganz, ganz viele Leute, die finden das halt cool und die fragen mich, was ist das, wie macht man das und so. Und auch wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, dazu ein Tutorial zu machen, gebt mir ein bisschen Zeit. Ich möchte mich damit jetzt selber noch ein bisschen auseinandersetzen. Ich möchte mir selber noch beibringen, wie man da drauf einen Nintendo 64 Emulator installiert und PlayStation 2, also die alten Dinger. Wie man genau die DOS-Box da drauf und also die ganzen alten Scum-Dinger, wie man Monkey Island und Doom und sowas da drauf kriegt. Dann möchte ich halt noch genau herausfinden, wie man verschiedene Controller daran anschließt. Und wenn ich das alles herausgefunden habe, dann werde ich dazu mal explizit irgendwas machen. Vielleicht einen Livestream oder ich werde das in dem Vlog-Kanal mal genauer vorstellen. Also ich werde dazu noch mal was sagen, aber gebt mir erstmal noch selber ein bisschen Zeit, um mit dem Ding so richtig, ja, vertraut zu werden.
Und das soll es heute eigentlich schon gewesen sein. Wie gesagt, ein kurzes Labervideo, aber auch vor allem deshalb, weil ich den unbedingt heute noch online kriegen möchte. Ich bin jetzt ja erst vor einiger Zeit verlassen worden hier. Also die Zuschauer sind wieder abgereist. Und weil ich den Vlog heute gerne noch hochladen möchte, halte ich mich ein bisschen kürzer. Aber ihr habt ja heute schon gehört, demnächst gibt es wieder ganz, ganz viel Futter. Es wird spontane Livestreams geben. Ich werde Videos machen, ich werde Videos jetzt wieder hochladen. Da ich die ganzen Projekte so gut wie abgeschlossen habe, an meinem Intro arbeite ich ja immer noch, aber bei den Thumbnails habe ich jetzt meinen Stil gefunden. Da brauche ich keine Zeit mehr für, außer sie zu gestalten. Aber meinen Vlog-Kanal habe ich komplett fertig gestaltet und diese ganze Arbeit ist abgeschlossen und jetzt kann ich mich wieder voll selber erst auch mal auf Spielen konzentrieren. Ich habe God of War immer noch nicht, ungefähr nur halb durch, weil ich einfach nicht zum Spielen gekommen bin. Und ich habe jetzt endlich wieder sehr viel Zeit und auch sehr viel Bock auf Videos. Auf meinem Gute-Laune-Tim-Kanal und auch auf diesem Gute-Laune-Typ-Kanal. Von daher freut euch, ich würde mich einen Daumen nach oben freuen für diese gute Nachricht. Und ja, freuen wir uns gemeinsam auf die E3. Und ja, ich bin übelst gehypt immer noch. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.